Wie ihr seht, ist jetzt mal alles aufgebaut, was eben die Unterkonstruktion jetzt betrifft. Und noch dieser Trassenbau seit Karlsberg. Muss sagen, hat recht gut funktioniert. Auch wenn bei manchen Dingen es nicht so einfach war. Ich meine, ich muss sagen, ich habe es mit einem Montagekleber gemacht und nicht mit einem Heißkleber. Deswegen habe ich müssen manchmal auch beschweren mit Büchern, damit das gehalten hat. Aber jetzt, wo es getrocknet ist, haltet das recht gut, muss ich sagen. Und ihr seht, ich bin jetzt bereits schon dabei, die Gleise aufzulegen, weil dann muss ich ja anzeichnen und dann eben das Gleisbett von eben Woodland Scenic drauf zu kleben. Dass ich weiß, wie ich es kleben muss, muss ich zuerst einmal das Gleis aufbauen. Gut, das ist, man bekommt vom Noch einen Gleisplan mit für drei Firmen, unter anderem eben auch für Rocco und ich glaube MacLean und dann noch irgendeine Firma. Und da hat man es dann eigentlich nicht schwer. Man kann eben da immer schauen, zum Beispiel eben da kommt jetzt noch eine 442 422 drauf. Die Gleise sind ja beschrieben und dann steckt man das halt zusammen. Je nachdem, wie ihr es gekauft habt, wie viel ihr gekauft habt, habt ihr eben Packungen mit den jeweiligen Gleisen mit der gleichen Nummer. Und das ist relativ auch schnell zusammengesteckt, aber wenn ich jetzt da jetzt ein bisschen länger brauche, weil ich da ein bisschen schlecht sehe, muss ich sagen, habe ich das jetzt relativ schnell zusammenbekommen. Im Gegensatz zur Kleinbahn, wo du immer wieder schauen hast müssen, dass das überhaupt zusammensteckt. Vielleicht sollten die Kleinbahnen da vielleicht das Stecksystem mal ein bisschen überlegen, weil diese kleinen, schmalen Drähte, die da beim Kleinbahngleis herausstehen, die sind halt wirklich sehr filigran auch, sprich die verbiegt man auch sehr leicht, auch beim Auseinanderziehen und beim Innenstecken. Und da schaut das um einiges stabiler aus. Ich werde jetzt das weiter fertig machen, dann zeige ich euch den nächsten Schritt. So, wie ihr jetzt sehen könnt, habe ich jetzt da die ganzen Gleise mal aufgelegt. Dort habe ich fixiert, weil da kommen Gleise hineingeschnitten, das zeige ich euch gleich. Nicht jetzt, wie sie hineingeschnitten, aber eben, was ich damit meine. Jetzt können wir das noch ein bisschen verändern. Schauen, dass es so einigermaßen passt überall. Und weil eben es gibt zwei Stücke, wie ihr das sehen könnt, die muss ich jetzt dann, wenn ich das fertig habe, da zuschneiden auf die richtige Länge, damit das genau passt und dann eben einfügen. Für mich war es jetzt aber mal wichtig, dass ihr mal sozusagen das drauf habe, die Gleise, damit ich jetzt da mit einem Stift oder Bleistift, bin ich noch beim Überlegen, probiere es einmal mit dem Stift, sozusagen die Gleise einzeichne, wo sie verlaufen, weil da kommt dann das Gleisbett, das Woodland Gleisbett drauf geklebt. Gut, geht jetzt rüber. Also wie ihr seht, habe ich das jetzt da eingezeichnet, fest eingezeichnet. Muss noch natürlich das weitermachen, damit ich jetzt weiß, aha, da kommt jetzt dann das vom Woodland dieses Gleisbett drauf geklebt, wo dann die Gleise drauf befestigt werden. Wenn wir das gemacht haben, müssen wir dann natürlich die Gleise wieder ein bisschen wegtun, damit wir das machen können. Aber das ist halt einmal notwendig.
Was ich jetzt bei mir, bei meiner Bahn schon gemacht habe, ist eben, was ich jetzt bei mir schon gemacht habe, ist, dass ich da statt eben einer Gerade einen Abzweiger gemacht habe. Da muss ich noch mehr selbst was überlegen, drunter zu bauen. Da kommt dann ein Prellbock noch her. Derweil ist es ein Abstellgleis, aber wenn ich dann in Zukunft dann weiterbauen möchte, habe ich dann da gleich eine Verbindung zur nächsten Bahn oder zum nächsten Gleis. Wir müssen da, weil ich ja da ein Abstellgleis dabei mache, was später dann vielleicht auch ein weiterführendes Gleis sein wird. Und davon noch Bausatz jetzt her, da natürlich deswegen noch nichts gebaut ist, muss ich jetzt da mal schauen, dass ich da mal eine Unterlage mache für dieses Gleis. Da habe ich jetzt wieder diese Hartschaumplatte. Die werden wir uns jetzt da einzeichnen. Und natürlich würde ich sagen, machen wir diese Breite da. Da ich jetzt da aber, wie gesagt, eben wegen einem Ständer nicht ganz rüberkomme, werde ich jetzt schauen. Jetzt sagen, machen wir es von da bis da her. Das sind, sagen wir, 65 cm, dann machen wir 60 cm. Das geht sich schön aus, vielleicht sogar mehr. Ja, 65 cm werden wir machen. Wie ihr jetzt sehen könnt, haben wir mal schon die erste Grundlage. Nur sind wir natürlich noch so einiges zu tief. Wir müssen ja da in die Gerade herausbringen. Das werden wir jetzt dann noch mit dünneren Hartschaum aufdoppeln, damit wir das da schön zusammenbekommen. Jetzt haben wir mit den Hartschaumstücke mit verschiedenen Dicken einen Damm gemacht, wo eben dann das Abstellgleis sein wird derweil. Und jetzt, nachdem wir das alles zurechtgeschnitten haben, werden wir das als nächstes einmal ankleben. Mit was klebe ich das jetzt? Ich klebe es mit Leim. Weil man muss bei dieser Hartschaum ja aufpassen mit dem Kleber, dass da kein Lösungsmittel drin ist, weil das Lösungsmittel frisst ja sozusagen den Hartschaum ein bisschen auf. Das braucht man nicht. Also verwende jetzt da normalen Leim. Streich, wie ihr seht, mit einem Karton die Oberfläche ein. Die Unterfläche habe ich schon und da habe ich jetzt drauf geklebt, das haltet schon. Aber jetzt kommt die nächste Schicht drauf. Zeige ich euch jetzt einmal. Bis daher. Hinten kommt dann noch das extra Stück dazu. So. Passt. Dann kommt die nächste Schicht drauf. Ist da eh schon zu dick. Dann nehmen wir dann das da. Einmal auf, da. Dünneres. Ein bisschen zu dünn, aber das habe ich schon gewusst, deswegen habe ich da ein zweites Stück. Übrigens, das habe ich bei einem Freund bekommen. Das ist so ein Palettenpack Verpackung dabei gewesen. Er will es wegschmeißen. Ich habe es genommen, weil ich kann es fürs Basteln verwenden. Jetzt haben wir da noch ein bisschen zu wenig. Das heißt, wir werden eben da
das noch dazufügen. So, jetzt haben wir das schön geklebt, sozusagen einen Unterboden gemacht, einen Damm für das Absteckgleis. Jetzt nehmen wir das Absteckgleis noch einmal her, tun wir das noch einmal zubestecken. Passt, heute halt, haben wir es nicht erwischt. Noch einmal. Passt, so, passt. So, und jetzt können wir, da ist es schön ein, so wie es sich gehört, wie wir vorgezeichnet haben. Und jetzt zeichnen wir einfach das dann nochmal ein. Damit wir dann auch da sehen, wie weit das mit den Zähnen Gleisbett gehen soll. Jetzt sehe ich gerade, dass wir da hinten noch ein Stück dazu. Da haben wir noch einen Leim drauf. Haben wir das noch dazu. Passt. Passt. Wenn ich gerade dabei bin, zeige ich euch jetzt noch, wie man den Prellbock montiert. Als erstes, ihr wisst ja, da ist die Steckverbindung dabei. Die holt ihr mit einer Zange herunter. Die können wir da verwenden für ein anderes Gleis. Ihr bekommt diesen Prellbock sozusagen in vier Teilen. Gut, ihr kriegt diesen Prellbock und dafür gibt es eben eins am Vorderbrett, da gibt es auch eine Kerbe, die passt drauf, wie ihr gesehen habt. Und den steckt man dann, nachdem man eben das Verbindungsteil weggetan hat, auf das Gleis rauf, bis zum Anschlag halt. Den Fall eigentlich so, ja. Und hier sind dann, ich weiß nicht, ob wir das sehen, die Bremsklötze, die sind ganz winzig. Die kann man dann runterbrechen und eben genauso vorne aufs Gleis raufstecken. Passen genau rauf. Noch einmal. Das ist wirklich ganz was Winziges. Funktioniert und passt genau rauf auf das Gleis. Passt. Das kann man dann schön verschieben. Gut. Soweit einmal dazu. Bau des Dammes oder Absteckgleis dabei ist. Ja. Jetzt wird das nächstes, werden die Gleise dann runtergenommen. Und dann kommt das Gleisbett draufgeklebt. Ja, und dann kommen wieder die Gleise drauf.